Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Auf dieses Video habe ich mich schon wieder sehr gefreut, denn heute geht es um den Film Django Unchained von Quentin Tarantino. Ihr wisst, ich bin ein großer Freund und, ja, ne, Freund nicht, Fan. Oder Freund seiner Filme, so könnte man sagen, von Quentin Tarantino. Und ja, Django Unchained ist Teil der 100 Movie Bucket List. Rubbeln wir nachher wieder frei. Ja, Django Unchained aus dem Jahre 2012 von Quentin Tarantino. Ja, zu Quentin Tarantino muss ich nicht mehr viel sagen. Meisterwerke, alle seine Filme, so gut wie. Der hier definitiv auch, kann ich jetzt schon mal sagen, ist auch nicht umsonst auf dieser Liste drauf. Quentin Tarantino hat sich hier an einen Western gewagt mit, ja, der Thematik, nicht Rassismus, aber mit Sklavenhaltung, ja. Können wir mal kurz zu der Geschichte kommen? Worum geht es denn in diesem Film? Es geht hier um Django, gespielt von Jamie Foxx, der hier ja ein Sklave ist, befreit wird von Dr. King Schulz, ein deutschstämmigen, also der gespielt von Christopher Waltz, hier wieder super besetzt, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Der ihn befreit, der ein Kopfgeldjäger ist und Jamie Foxx halt, ja, für ihn jemanden identifizieren soll und er ihm dafür die Freiheit schenkt. Aber Jamie Foxx oder besser Django will seine Frau befreien, die immer noch in Gefangenschaft ist. Und Dr. King Schulz will ihm halt helfen. Und dieser Plantagenbesitzer, der seine Frau besitzt noch, wird halt gespielt von Leonardo DiCaprio als Calvin Candy. Und ja, das ist sozusagen die Geschichte. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Die ist natürlich sehr verstrickt noch. Wir haben krasse Wendungen, Überraschungen teilweise, ja, in diesem Film. Ja, wie gesagt, Quentin Tarantino hat sich hier an einen Western gewagt, hat da wirklich so ein paar Klischees auch natürlich mitverarbeitet. Wir haben, coole Musik natürlich, alte Western-Musik gemischt mit moderner Hip-Hop-Musik oder das ist auch so, das schafft auch irgendwie nur ein Quentin Tarantino, das so zu mixen, dass es auch irgendwie geil und cool wirkt, ja. Wie gesagt, Jamie Foxx hier in dieser Rolle grandios, Christopher Waltz natürlich hier auch wieder perfekt in der Rolle mit seinen scharfen Dialogen und diesen Sprüchen und die Art und Weise, wie er da ja Präsenz zeigt, ist einfach grandios. Denn natürlich Leonardo DiCaprio hier als Calvin Candy nicht zu vergessen, dieser Plantagenbesitzer, der einfach ja dieses pure Böse, ja, so aber sehr geil rüberbringt. Ja, wir wissen, Leonardo auch ein guter Schauspieler. Und wie gesagt, wir haben ja noch zig andere Leute, die dabei sind wieder. Auch nicht zu vergessen hier Samuel Jackson in seiner Rolle als Arbeiter halt für Leonardo DiCaprio, aber der selber sozusagen Schwarze hasst. Ja, das ist auch wieder so diese Ironie. Also wieder grandios besetzt von den ganzen Figuren, die Dialoge natürlich wieder grandios. Er ist grandios in Szene gesetzt, was ich schon gesagt habe. Die Musik, wie es filmisch umgesetzt wurde, auch die Story halt, die Handlung, die Dialoge. Auch, dass der Film nachher auch richtig kräftig zur Sache geht, halt, was die Brutalität angeht, haben wir hier ja, coole Wendungen zum Schluss nachher hin noch, wo man jetzt auch nicht so mit gerechnet hat. Also dieser Film hat einfach alles. Es ist, ich sag mal so, ein sehr moderner, klassisch angehauchter Western. So könnte man es eigentlich sehr gut abschließenden Worten sagen. Für mich ein Top-Film, den ich immer wieder gerne schaue. Wie gesagt, er lebt halt von seinen Figuren. Natürlich hat er auch, ja, er zeigt halt auch, wie es wirklich war, wie brutal halt dieser Sklavenhandel war oder besser gesagt diese Sklavenhaltung. Ja, das zeigt er, da schreckt er auch nicht zurück. Ja, das muss man auch wissen. Da hat er natürlich auch ein paar, ja, krasse Momente, sage ich jetzt mal, auch was die Wortwahl teilweise angeht, aber so war das halt damals gewesen. Aber nichtsdestotrotz ist das hier ein absolutes Meisterwerk. Von mir natürlich eine 5 von 5. Natürlich, ja, klar. Top-Film. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Film haltet. Vielleicht seht das der eine oder andere anders. Also ich kenne ihn, glaube ich, habe, glaube ich, noch keinen getroffen, der diesen Film nicht mag irgendwie. Ja, er hat einfach diesen coolen Vibe, so dieser Film. Ich weiß nicht, er ist irgendwie trotz seiner Thematik und seiner Brutalität einfach ein absolut genialer Film. Ja. Und darum nicht zu Unrecht auf dieser Liste. Wir rubbeln ihn mal frei. Da oben ist er, Django Unchained, Quentin Tarantino.
Ja, passt eigentlich. Die Kette sozusagen, die kaputt ist sozusagen. Ja, passt definitiv. Top. Top-Film, der wirklich auch auf diese Liste gehört, muss man einfach mal sagen. Ja. Ja, in diesem Sinne soll es das dann auch wieder an dieser Stelle gewesen sein. Unten hier findet ihr noch eine Playlist zu allen Filmen, die auf dieser 100 Movie Bucketlist sind. Die ich jetzt schon geschaut habe, die wird natürlich immer erweitert, diese Playlist. Wie gesagt, findet ihr halt unten verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Abo da, gebt einen Daumen nach oben. In diesem Sinne soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.